Hallo, hier ist der Ralf Lang mit einem kleinen Reparaturprojekt. Ich habe hier ein, jeder kennt's oder wer kennt's noch nicht, ein Shure SM58. Und ich wurde gebeten, doch mal zu schauen, warum da kein Ton rauskommt. Da habe ich mir gedacht, machen wir mal ein kleines Reparaturvideo. Ich habe das schon offen gehabt, habe schon ein paar Vorarbeiten gemacht. Also man kann diesen Korb hier, diesen, klar, das wissen ja eigentlich die meisten, den kann man einfach abschrauben. Das ist ein ganz normales Rechtsgewinde. Der war total verbeult, den habe ich dann ausgebeult mit hier so einem Kopfmacher, für eigentlich für Nieten. Aber es ist eigentlich wurscht, man kann das auch mit einem Drumstick machen. Oder mit irgendwas anderem. Man fährt dann rein und kann das so ausbeulen, Stück für Stück. Und wenn sich dann so ein bisschen die Spitzen rausdengeln, dann kann man das auch wieder ein bisschen reinklopfen, bis man halt wieder halbwegs die Kugelform erreicht hat. Das ist mir bereits gelungen. Das ist nicht allzu schwierig. Und immerhin geht es schneller, als bei Shure einen neuen Korb zu kaufen. Den muss man erst bestellen und bezahlen und warten. Und wenn man den ausbeulen mag, dann kann man diesen Schaumgummi-Einsatz, der da reingehört, den kann man rauspulen. Dann kann man sich auch anschauen, der ist schon ein bisschen verbeult und verschmutzt. Den Schmutz kann man abwaschen. Wenn der Schaumstoff schon beginnt zu zerfallen, dann kann man auch diesen Schaumstoffeinsatz einzeln als Ersatzteil kaufen. Das geht, da kann man einfach bei der Deutschland oder je nachdem in welchem Land man ist, bei der Vertretung von Shure anrufen und das bestellen. Die schicken einem das dann in einem Brief, das ist nicht allzu teuer, das kostet kleines Geld und es lohnt sich auf jeden Fall, weil der ist ganz wichtig für den Wind- und Popschutz. Ich allerdings für meinen Teil werde diesen Popschutz einfach mal versuchen zu waschen. Haha, ja, die Wäsche war erfolgreich. Das Ding ist wieder blitzsauber. Die Speichelreste sind weg, die Rostreste sind weg. Jetzt muss das Ding noch trocknen. Wer keine Zeit oder keine Lust hat, sich so ein Ding neu zu kaufen, der kann sich auch was basteln. Man nimmt einfach eine Schere und offenporigen, ganz wichtig, offenporiger Schaumstoff. Ja, und den kann man sich dann was zurechtschneiden. Das ist dann meistens mit ein, zwei Versuchen verbunden. Also man sollte sich ein Kreuz schneiden, das ist auch, weil sonst aus einer Fläche kriegst du so eine Kuppel nicht hin. Kann man einfach eine Schere nehmen, eine schöne große scharfe Haushaltsschere und sich zum Beispiel aus so einem Spülschwamm, wenn dann die Farbe nicht stört, kann man da was schnipseln und mit ein bisschen rumprobieren kriegt man da sicherlich einen brauchbaren Popschutz auch hin. Sollte das Ding so anfangen, so zu zerfallen beim Waschen, dann würde ich mich gar nicht verrückt machen. Einfach ersetzen, weil da kann man auch so vorsichtig sein, wenn er anfängt zu zerfallen, ist einfach vorbei. So, schauen wir mal jetzt weiter rein in das Mikrofon. Das sieht man, unterhalb des Korbs befindet sich die Kapsel. Die hat auch nochmal einen Schaumstoff. Der fängt hier auch schon an zu zerbröseln. Aber diesen Schaumstoff kann man nicht so einfach ersetzen. Der ist da werkseitig draufgeschweißt, draufgeklebt. Also ich habe da bis jetzt noch keinen Weg gefunden, das zu ersetzen. Darum gar nicht groß rumpulen dran, sondern einfach lassen, wie er ist. Weil sonst ist der weg. Der zweite Teil des Popschutzes, da lässt sich dann leider so mit Homebrew, Heimwerker, Bastelmitteln nicht mal eben Ersatz schaffen. Es sei denn, man nimmt eben wieder irgendeinen feinen, offenporigen Schaumstoff und zieht ihn da drüber und bekommt den irgendwie verklebt. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich für meinen Teil habe mal ein bisschen mit dem Finger probiert, ob der anfängt zu zerbröseln. Er tut's. Dann habe ich mal schön aufgehört weiter zu fummeln, weil davon wird es nicht besser. Und ich bin ja eigentlich nur gebeten worden, das Ding wieder funktionstüchtig zu machen. Und jetzt keine komplette Neuaufbau, das lohnt sich auch überhaupt nicht. Weil was kostet so ein Ding? 100 Euro? Das ist die Mühe nicht wert.
So, wollen wir mal weiter gucken. Warum kommt da nichts raus? Hier, wo diese Fuge ist, kann man das Ding auch aufschrauben. Aha, und dann kommt zum Vorschein, ich hatte es schon offen, hier sind normalerweise die Drähte für den Übertrager dran. Die sieht man hier drin. Sieht man die? Ja, den gelben sieht man, ein gelber und ein grüner. Den grünen sieht man auch rausschimmern. Die fummel ich mal raus hier. Und die sind ab. Was soll's. Leider habe ich jetzt vergessen, beziehungsweise habe ich nicht gesehen, wie die gepolt werden. Was kann man tun? Ja, man kann entweder rausfinden, das werde ich auch noch tun, das kommt dann später im Video, wie die korrekt gepolt werden, weil wenn man schaut, hier an diesem kleinen Stück Platine ist ein Buchstabe, in diesem Fall ein H. Das heißt, die beiden Pole sind eindeutig markiert. Man kann allerdings auch einfach mit einem zweikanaligen Aufnahmegerät ein intaktes Mikrofon auf der einen Seite anschließen und dieses Mikrofon pro forma auch mal anschließen an den Übertrager. Also die Drähte mit den jeweils einem Pol verbinden, anschließen und einen perkussiven Impuls aufnehmen und dann in seiner Audio Workstation kann man dann einfach schauen anhand der Wellenform, ob die Phasenlage stimmt. Ja, also wenn das intakte Mikrofon, wenn der Berg mit einem positiven, also mit einem Anstieg beginnt und bei diesem Proforma angeschlossenen Mikrofon der Berg ein Tal ist, also nach unten geht, dann hat man die Phase gedreht. Ist der Berg auch positiv, also ein Berg geht dann nach oben, dann hat man die richtige Phasenlage erwischt. Alles ist gut, man kann es gescheit festlöten, zuschrauben, fertig. Ich habe allerdings feststellen müssen, dass unten auf der Unterseite sind auch nochmal Anschlüsse. Die sind an den XLR-Kupplungen, beziehungsweise das ist ja ein Stecker, an den XLR-Stecker dran gelötet. Die sind bei diesem Mikrofon auch schon ab. Keine Ahnung, wie das geschehen ist. Aber ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick, wie das Ding in der Phasenlage richtig ist. Ich habe aber noch ein anderes da. Und da werde ich dann in meinen Aufzeichnungen nachschauen, wie das richtig rum ist. Und euch das berichten. So, wie aber kriege ich den Stecker hier raus? Das ist auch kein Hexenwerk. Hier, in dem zweiten runden Loch, also in dem, was in Richtung Korb zeigt, ist ein Schlitz von einer Schraube zu sehen. Diese Schraube, beziehungsweise es ist eine Madenschraube, hat ein Linksgewinde. Wenn ich dieses jetzt also wie gewohnt nach links drehe, wenn ich eben Schrauben löse, das gewohnt bin, dann geht diese Schraube nach innen. Das ist aber gewollt, weil ich drehe diese Schraube links herum nach innen, also in das Gehäuse hinein. Und dann kann ich mit einer Spitzzange das Teil rausziehen. Da kann man erkennen, diese Schraube sitzt nämlich eigentlich nur in dem Kunststoffkörper von dem Anschlussteil dieses Steckers. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn ich das Ding dann hinterher wieder montieren will, schraube ich das Ding rechts rum, es kommt raus und verankert damit diesen Stecker einfach in Gehäuse. Ganz einfach. Man muss einfach nur dran denken, dass man sich nicht wundert, dass das Ding nach innen geht. Obwohl man nach rechts, beziehungsweise obwohl man nach links dreht, geht das Ding nach innen. Und das ist genau gewollt. Also eigentlich wird die Schraube gelöst, wie wenn man was rausschrauben wollte. Okay. So, ich habe jetzt hier mal ein weiteres SM58 aus meinen Beständen geholt und mag jetzt mal aufschrauben. Also hier ist der Buchstabe ein A, auch hier steht Mexiko drauf, wie an dem anderen, also das sind beide schon aus Mexiko. Und der grüne Draht geht an den markierten Pin. Ich
hoffe, das kann man sehen. Ich habe hier keinerlei besondere Videobeleuchtung. Ich habe kein Skript. Ich mache das hier alles ungeschminkt und mal eben hauruck. Ich dachte einfach nur so, ach, wenn wir schon dabei sind, schmeißen wir mal kurz die Videokamera auf den Mikroständer und machen mal ein kurzes Video. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Also, ach ja, guck mal einer an. Hier haben wir noch eine schwarze Strippe. Die geht auf die Mitte hier, auf die Verriegelungsschraube, mit der die Kapsel nochmal in diesem kleinen Gehäuse befestigt ist. Das fehlt an dem anderen Mikrofon. Aber hier ist auch offensichtlich überhaupt keine Anschlussmöglichkeit vorgesehen. Das heißt, da mache ich mir jetzt überhaupt keinen Kopf drum, warum das fehlt. Hier ist auch nicht dieses Fähnchen dran. Also entweder irgendjemand hat es schon mal auseinander gehabt und hat es geschickt entfernt, sodass man da gar nichts mehr erkennt, dass da Reste davon zu sehen sind. Oder, was ich für deutlich wahrscheinlicher halte, weil hier ist so ein Kupferbügel drin. Der Kupferbügel ist auch verklebt mit dem Gehäuse. Da sehe ich in dem anderen Reparatur-Mikrofon. Da sehe ich keinerlei Klebereste. Ah ja, man kann auch hier, wenn man genau schaut, das hier hat einen etwas anderen Schriftzug. Beziehungsweise bei dem hier ist das ein Aufkleber und bei dem hier ist es aufs Gehäuse gedruckt. Also ist es wahrscheinlich einfach eine neuere Version. Und da hat man sich vermutlich aus Produktionskostengründen dafür entschieden, das wegzulassen. Das ist ja eh nur, was ist das, eine Masse? Anscheinend überflüssig. Jetzt verzinden und anlöten und gucken, ob es geht. Hier waren dann doch etwas zu kurz geraten, die Strippen. Ich habe die jetzt ein bisschen verlängert und Schrumpfschlauch außenrum. So, mal kurz ein Feuerzeug geholt. Da kann man den Schrumpfschlauch auf die Husche. Mal kurz erhitzen und dann zum Schrumpfen bringen. Jetzt drehe ich das, damit die Strippen alle reingehen. Das wird jetzt eh noch ein bisschen fummelig. Jetzt drehe ich das hier so, damit sich das so zu so einem Zopf sozusagen formt. Dann schaue ich, dass der Zapfen genau in seine Kerbe passt. So, und jetzt kommt der Moment, den es zu achten gilt. Man nimmt also den Schraubendreher und schraubt rechts rum. Dann kommt die Made, die ein Linksgewinde hat, raus. Jetzt nehme ich den Korb. Obwohl, wenn wir schon dabei sind, reinige ich den auch noch. So mit dem Spülschwamm mit der rauen Seite reingestopft und mit was umgedreht. So, jetzt kommt dieses Ding da wieder rein. So. Wunderbar. Jetzt kommt das Mikrofon. Dann schrauben wir das mal erstmal auf hier. Und dann, da fahre ich mal meinen Rekorder hoch. Und schließe das Mikro an. Und einen Kopfhörer. Und dann wollen wir mal schauen, was da passiert. Hallo, hallo, es geht wieder. Ja, wunderbar. Störungsfrei. Ja, alles klar. Pegel kommt auch sauber. Klingt gut. Ja, ich würde sagen, perfekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Laboratoire. Tum tum tum.